Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DEL2-Feldausspiels zwischen dem ESV Kaufbeuren und Heilbronner Falken. Vor 2087 Zuschauern haben wir einen Endstand von 0:1 nach Verlängerung. Ich darf die beiden Trainer begrüßen, zu meiner linken Falken-Coach Fabian Dahlem und zu meiner rechten unseren ESVK-Coach Toni Grünner. Herr Dahlem, Ihre Meinung zum Spiel bitte zuerst. Ja, guten Abend allerseits. Das könnte ich die Worte von Toni aus dem letzten Spiel, in Heilbronn, wiederholen, dass wir heute sehr diszipliniert und schlau gespielt haben und deswegen verdient gewonnen haben. Stimmt aber nicht. Wir haben sauschlecht gespielt, zwei Drittel lang. Und gar nicht das gemacht, was wir uns vorgestellt haben. Im letzten Drittel etwas besser. In der Overtime haben wir dann schlau und diszipliniert gespielt und haben dann das Spiel gewonnen. Torwart hat uns im Spiel gehalten, hat sehr gut gespielt und Sonntag geht's weiter. Dankeschön. Danke, Herr Dahlem. Toni, deine Meinung? Ja, Gratulation an Fabi und seiner Mannschaft für das effektive Spiel. Ich glaube, dass ich meiner Mannschaft von der Einstellung, vom Willen, das Spiel zu gewinnen, auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, keinen Vorwurf machen kann. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wenn man so kläglich mit den Chancen umgeht, wie wir umgegangen sind heute, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du im zweiten Spiel daheim hintereinander kein Tor nicht schießt. Das ist ein Part von unserem Spiel, Tore, und wenn du keinen schießt, kannst du nicht gewinnen. Was mir positiv stimmt, ist das, dass wir uns die Chancen kreiert haben, dass wir die Chancen haben, dass an unserem Spiel im Endeffekt nicht viel zum Justieren ist. Es fehlt einfach nur die Effektivität im Abschluss, die war heute nicht da, und das war's. Die Chancen, die wir heute hatten, die müssten normal reichen, um so eine Serie zu gewinnen, wenn du effektiv spielst. Aber wie gesagt, Fabio hat gesagt, es geht weiter. Wir haben dieselbe Situation wie am Samstag. Jetzt fahren wir nach Heilbronn und versuchen, das Ding wieder zurückzuholen. Es ist eng, es ist umkämpft, und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Danke. Vielen Dank, Toni. Haben wir Fragen? Ja, Herr Grünner, folgendes, die Schiedsrichterentscheidungen waren, glaube ich, heute im ganzen Spiel manchmal ein bisschen fragwürdig. Für mich war in der Overtime eine ganz entscheidende Situation, wo der Schiedsrichter auf das Foul gibt, Überzahl für Kaufbeuren. Dann kommt noch der Check gegen Simon Schütz an der Bande. Für mich eine 5-3 Überzahlsituation. Wie haben Sie die Situation gesehen? Ich glaube, da kann ich für den Fabi auch reden. Die Schiedsrichterentscheidungen, die sind teilweise kurios. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich verstehe ja nicht, es sind in der zweiten Liga 3 Partien, in der DEL 2 Partien. Wo sind denn die besten Schiedsrichter? Es sind DEL 1 und DEL 2 5 Partien. Es sind 10 Schiedsrichter auf dem Weg. Ja, aber für solche Partien, da gebe ich doch die 10 Besten her. Und es geht ja auch um was. Es ist ja nicht so, dass wir hier Ringelpins mit Anfassen machen, sondern wir kämpfen ums Überleben. Und da brauchen wir einfach eine Schiedsrichterleistung, wo auch die Spieler sich orientieren können, welche Linie der geht. Und die Linie muss nach 5 Minuten klar sein. Und also ich kann das nicht erkennen, dass das vorgegeben ist. Und von daher muss ich mir ja zurückhalten, was zu sagen, weil da wird man sofort abgestraft. Aber das sollten Sie die Herren mal überlegen. 10 Schiedsrichter wären notwendig für die Partien im deutschen Eishockey zum Pfeifen im Profibereich. Und wenn das zu den Besten gehört, dann haben sie viel Arbeit. Dann haben sie viel Arbeit, ja. Weitere Sache noch. Kann sein, dass uns heute fehlende Effektivität im Überzahlspiel knapp gebrochen hat. Also mir ist aufgefallen, einfach bei der Spieleröffnung schon, dass da die Laufwege in der Mitte gepasst haben. Das hat Heilbronn sehr gut gemacht. Sie sind in Unterzahl sehr gut gestanden. Es stimmt, wir sind schlecht in ihr Drittel reingekommen. Wir haben zwar da Veränderungen vorgenommen, aber dann war die Präzision weg. Und wenn wir drin waren und unser Spiel gefunden haben, dann muss ich sagen, war halt auch der Herzelt hervorragend. Im Endeffekt ist für mich immer der beste Unterzahlspieler der Torwart, weil der dann den Unterschied ausmacht, und das hat der ausgemacht.
Mir ist aufgefallen, dass wir einfach in Überzahlsituationen zu wenig aufs Tor schießen. Also ich habe manchmal das Gefühl von unseren Verteidigern, die passen lieber nochmal quer, bevor einer mal abzieht. Ich denke halt, Tore machen wir halt nur, wenn der Puck vor dem Tor auftaucht. Ja, da sind wir schon einer Meinung. Aber klar müssen wir, ich sage Ihnen das auch. Es fehlen halt dann auch teilweise die Alternativen. Mhm. Ja. Und da muss man mit Zuckerbrot und Peitsche agieren. Nur draufhauen hilft nichts. Laufen lassen geht auch nicht. Das letzte Spiel hat der Baldwin das 1-0 gemacht. Und heute hat er nichts aufs Tor gebracht. Und dann schauen wir, dass er am Sonntag wieder was aufs Tor bringt. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen uns bei dem letzten Satz, wo Sie es letztes Mal beendet haben. Mir macht Mut, dass die Serie Best of Seven ist. Ich wünsche Ihnen viel Glück für Sonntag und dass wir das Ding wieder umdrehen. Danke. Haben wir sonst noch Fragen? Nein? Dann darf ich unseren Gästen guten, gesunden Hausweg wünschen und dann sehen wir uns am Sonntag um 18:30 Uhr in Heilbronn wieder. Vielen Dank.